Okay. Das ist mal wirklich ein Publikum. Das ist man gar nicht so gewöhnt in so einem kleinen Fach wie meinem. Also zunächst mal ist jetzt mal eine ganz andere Art von Nerd. Ich habe gerade schon gefragt, ob hier oft Kulturwissenschaftler sind. Anscheinend sind es gar nicht so oft welche. Das sind die Nerds, die eben Technik nicht bedienen können, die kein Smartphone haben und deswegen noch nie ein Selfie von sich gemacht haben. Und wo auch die PowerPoint-Präsentation manchmal so ihre Tücken hat. Ich hoffe, es klappt jetzt alles einigermaßen. Okay. Zunächst mal, also ich bin Religionswissenschaftler und ich glaube, man muss das erklären, weil normalerweise die Leute das nicht so, die wissen nicht, was es ist. Also erfahrungsgemäß, wenn ich Leuten sage, ich bin Religionswissenschaftler, da gibt es zwei mögliche Reaktionen. Also eine von beiden Fragen kommt normalerweise auf. Zum ersten, evangelisch oder katholisch. Die andere Frage wäre, wirst du dann Religionslehrer? Das lässt sich eigentlich ganz einfach beantworten, also weder evangelisch noch katholisch, sondern evangelisch und katholisch ist das, was wir uns anschauen. Und wir schauen uns nicht nur evangelisch oder katholisch an, sondern auch christlich oder muslimisch oder Scientology oder die Mormonen oder die Raelianer oder was es da sonst noch alles gibt. Also die ganze Bandbreite an Dingen. Also, wir beschäftigen uns damit, welche Religionen, und damit sind Religionen ganz, ganz breit gemeint, das heißt, welche Weltbilder und Sinnsysteme gibt es im Prinzip? Was denken Leute so? Was denken die, was die Welt eigentlich ist? Und da gibt es unendlich viele Dinge. Also unser Feld ist sehr, sehr, sehr breit. Und dann ist die Frage, wie werden die vermittelt? Also wer erzählt es? Wie werden und wurden die vermittelt? Das heißt, wir schauen uns an, heilige Texte, alles, was es da so gibt. Und da gibt es natürlich unendlich viel. Es ist ja nicht nur die Bibel oder der Koran, sondern auch Scientology hat zum Beispiel so ein Buch, in dem man nachlesen kann, an was sie so glauben. Wir schauen uns aber auch an, wenn Menschen die vermitteln. Also was sagen Priester so zum Beispiel? Was sagt Barack Obama? Wie vermittelt er damit zum Beispiel vielleicht religiöse Werte? Und dann schauen wir uns an, wenn jetzt jemand das vermittelt hat, also der liest dieses Buch oder ein Mensch sagt irgendwas, welchen Einfluss haben die zunächst mal auf die Individuen? Und zum Beispiel kann man da sagen, auf die Psyche oder auf Entscheidungen, auch auf Gesundheit. Also zum Beispiel haben wir ja den Placebo-Effekt ganz groß und da kann man auch feststellen, dass wenn Menschen bestimmte Dinge glauben, dieser Placebo-Effekt nun mal funktioniert oder nicht ganz so gut funktioniert. Wir schauen uns an, wie wirken sich diese Weltbilder auf die Gesellschaft aus, zum Beispiel, wie wird Politik gemacht oder wie ist ein Wirtschaftssystem aufgebaut, aufgrund dieser Dinge, die Menschen denken, dass die Welt ausmachen. Und schlussendlich, wie wirkt sich das auf die Kultur? Also, was für musikalische Kulturen haben wir, was steht in der Literatur, was für Fernsehserien schauen wir uns an und wie haben der Glaube der Leute Einfluss auf diese kulturellen Produkte? Damit komme ich kurz zu bekannten Vertretern und ich wollte das schon immer mal sagen und das heißt immer, es wäre zu populär und das wäre irgendwie populistisch, wenn ich das so sage, aber die meisten Leute glauben, wir sind das und was wir wirklich bekannte Vertreter wäre das, Robert Langdon, ich weiß nicht, kennt das, Dan Brown, die Hauptfigur aus den Romanen zum Beispiel und mein persönlicher Liebling, Indiana Jones. Also, wir sind eigentlich so ungefähr das, was Indiana Jones macht, das macht der Religionswissenschaftler. Und ich würde fast sagen, hinter jedem großen Abenteurer steht ein ihn beratender Religionswissenschaftler, der sich mit solchen Sachen auskennt. Dementsprechend weiß ich auch nicht, warum wir immer eben so klein sind, weil eigentlich ist es das Nerdfach. Also ich möchte jeden Nerd bitten, sich das mal zu überlegen. Es ist ein Nerd-Traumfach. Man darf sich wirklich mit allem beschäftigen, was irgendwie nerdy ist. Mein persönlicher Schwerpunkt ist dann besonders geeignet. Also ich beschäftige mich mit alternativen Traditionen der europäischen Religionsgeschichte. Das nennt sich Western Esotericism. Das ist der Fachbegriff in der Religionswissenschaft für solche Dinge. Und wenn man sagen sollte, was genau schaut man sich da an, würde ich sagen, es ist alles, was ein X-Fileware wäre. Also alles, was man in den X-Files so aufschlägt, das schauen wir uns an. Und zusätzlich, das sollte man dazu sagen, wir schauen uns ja auch an, was vermittelt diese Dinge. Also schauen wir uns auch zum Beispiel Akte X als Serie an und schauen, welche Dinge werden da vermittelt. Was glauben Menschen, nachdem sie diese Serie gesehen haben? Und es ist natürlich schön, weil man kann sich dann da durchgucken und sich so seinen Teil dazu überlegen. Also ein Nerdtraum. Gut, jetzt zu meinem Spezialgebiet. Also ich habe mich vor allem für Geister interessiert.
Und dann ist natürlich die Sache, also wir haben jetzt halt Geisterbeschwörung und Parapsychologie im viktorianischen England. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum ausgerechnet viktorianisches England? Vor allem als Mädchen kommt man da schnell in so eine Ecke, viktorianisches England, dann schöne Kleider und irgendwelche schmalzigen Liebesromane. Aber es gibt einen guten Grund, warum es ausgerechnet das viktorianische England ist. Zum einen viktorianisch, also das 19. Jahrhundert ist einfach ganz zentral für die Vorstellung von Geistern, die wir heute haben. Also wenn wir heute irgendwo in einem Buch oder in einem Film oder was einen Geist sehen, dann ist die Art, wie dieser Geist dargestellt ist, ganz radikal abhängig vom 19. Jahrhundert. Ohne das 19. Jahrhundert verstehen wir nicht, warum Geister so ausschauen, wie sie ausschauen. Die andere Sache ist England, und es ist nun mal so, wir haben in diesem Fall, was ganz interessant ist, wir haben nämlich eine Wissenschaft von Geisterscheinungen, die Parapsychologie. Eine ganz komische Sache ja eigentlich, weil wie viele Leute haben schon mal wirklich einen Geist gesehen? Es sind dann doch immer nicht so viele und trotzdem haben wir eine wissenschaftliche Beschäftigung damit. Und die kommt aus England. Also in England, das war das erste Land, das sowas, ein parapsychologisches Institut im Prinzip aufgebracht hat. Und darüber habe ich auch meine Abschlussarbeit geschrieben, über dieses erste parapsychologische Institut der Welt. Genau. Okay, ich beginne meine Geschichte eigentlich immer mit Sir Arthur Conan Doyle. Weiß jemand, für was der berühmt ist? Für Sherlock Holmes, ja genau, gut. Immer gut, wenn es die Leute wissen. Sherlock Holmes, ich habe den allermodernsten genommen. Ich habe ihn deswegen genommen, weil ich ihn für den besten Sherlock Holmes halte, den wir jemals hatten. Ich habe ihn aber, ja, genau, wo sind die Fans? Ich habe ihn auch deswegen genommen, weil er was ganz deutlich zeigt, nämlich Sherlock Holmes ist eine sehr, sehr moderne Figur. Wir müssen nur unglaublich wenig an dieser Figur literarisch verändern, um einfach den in die heutige Zeit zu versetzen. Da muss man gar nicht viel abändern. Man kann die Geschichten fast noch genauso erzählen. Das ist eigentlich ganz interessant für sowas, was doch relativ alt ist. Und was auch, also auch Sherlock Holmes ist vielleicht bekannt für die Techniken, die er benutzt. Ja? Also man muss sehen, dass zum Beispiel dieses Abnehmen von Fingerabdrücken zu der Zeit, zu der Sherlock Holmes erfunden wurde, bei Scotland Yard noch gar nicht eingeführt worden war. Also es kam erst 15 Jahre später, wie die ersten Romane erschienen sind, hat man bei der Polizei die ganzen Methoden, die er anwendet, noch überhaupt nicht benutzt. Also ist Sherlock Holmes quasi ein Sinnbild der Moderne für mich. Wenn man jetzt aber Arthur Conan Doyle gefragt hätte, was er als sein Lebenswerk betrachtet, dann wäre es nicht Sherlock Holmes gewesen. Also er konnte Sherlock Holmes, man kann so sagen, nicht ausstehen. Er hat den wirklich eigentlich nicht gemocht und bereits 1893, glaube ich, hat er ihn ja dann auch sterben lassen, in das letzte Problem. Genau, und er hat ihn sterben lassen und daraus sind die Fans ausgerastet. Sie haben ihn als Mörder beschimpft und wie kann er das machen und er wäre ein Unmensch und es wäre unmöglich. Und daraufhin hat er ihn wieder aufgenommen, aber wirklich nur aus Broterwerb, damit er leben kann. Weiß jemand, was Arthur Conan Doyle als sein wirkliches Lebenswerk angesehen hat? Was dem seine große Leidenschaft war? Nein, ja, das ist nämlich quasi unbekannt. Dafür steht jetzt so als Ikone dieser Bewegung dieser Mann. Was irgendwer was ist, wer es weiß, kriegt den Eintrittsrund von mir. Okay, das ist Daniel Douglas Hume. Das berühmteste Medium in England im 19. Jahrhundert. Also er hat gesagt, er kann fliegen, er konnte Dinge erscheinen lassen. Und er war wirklich ganz, ganz bekannt, hat auch vor den europäischen Königshäusern seine Seancen gehalten. Also vor dem Zaren, vor Napoleon III., vor Queen Victoria vermutlich. Er war wirklich überall. Genau, Hume. Und Arthur Conan Doyle war überzeugter Spiritist. Was Spiritismus ist, werde ich jetzt gleich noch erwähnen. Also Spiritismus könnte man sagen, ist eine Religion, die eben auf diesen Medien basiert. Und für ihn war Hume ein absoluter Held und sein großes Lebenswerk war eben die Geschichte des Spiritismus geschrieben zu haben. Und wenn ihr mal auf Wikipedia nachlesen wollt über Hume zum Beispiel, dann sind fast alle Quellen Arthur Conan Doyle, die Geschichte des Spiritismus. Genau. Also was ist der Spiritismus? Das Erste, was einem wahrscheinlich einfällt, ist eben so ein Bild. Und ich glaube, das haben alle wahrscheinlich schon mal gesehen, sowas, oder? Das ist allgemein bekannt. Also Menschen sitzen im Kreis und was machen sie da? Sie beschwören Geister. Sie versuchen mit Geistern im Jenseits eine Unterhaltung zu führen. Ganz wichtig ist dieses Kreissitzen. Genau, das ist jetzt aber eine spätere Nachstellung. Also es kommt aus dem Film. Wir sehen nachher auch noch eine echte Sitzung. Genau, also der Spiritismus ist insofern interessant, wir können ganz genau sagen, seit wann es ihn gibt, nämlich seit 1848.
Damals waren die Rochester, die sogenannten Rochester Rappings, das ist in der Nähe von New York gewesen, und da haben diese drei Damen, vor allem die zwei Jüngeren, die unteren, zum ersten Mal so ein Klopfen gehört. Also, weiß nicht. Also sie waren in der Wohnung und es hat immer so geklopft und man wusste aber nicht, wo es herkam. Man konnte sich überhaupt nicht erklären, was das ist, und man ist schließlich drauf gekommen, das muss ein Geist sein. Und man hat diesen Geist dann befragt, bist du ein Geist? Dann klopft dreimal, dann hat der Geist dreimal geklopft. Und so hat sich eine Konversation mit diesem Geist ermöglicht, und das ist eben das erste Mal, dass wir es wirklich haben, dass Geister sich über Klopfgeräusche äußern. Das hat total Furore gemacht, war super beliebt. Die Fox-Schwestern sind ganz berühmte Medien geworden, sind von Stadt zu Stadt gereist, hatten dann haben im Hotel in New York gewohnt und wurden da auch besucht. Und es war auch sofort, dass Leute aus der High Society vorbeigekommen sind und vor allem gefragt haben nach den Aktienkursen und wie es mit der Liebe so steht. Aber es war sofort sehr, sehr erfolgreich, und daraus sind ganz, ganz viele andere Medien entstanden. Erst in den USA, aber das ist schnell nach England übergeschwappt, und wir haben ganz, ganz viele Medien. Und das hat man nicht nur beruflich gemacht, also es gab viele berufliche Medien, aber Leute haben es auch aus Freizeitbeschäftigung einfach zu Hause betrieben. Also man hat abends dann Gäste eingeladen zum Geisterbeschwören. Diese neu entstandene Bewegung hatte verschiedene Inhalte, also sie hat verschiedene Elemente kombiniert. Zum einen in Mesmerismus. Weiß jemand, was das ist, Mesmerismus? Also man kennt ja das englische Wort mesmerize vielleicht. Mesmerismus ist eben die Lehre davon, von Franz Anton Mesmer, dass man, alles ist magnetisch, und in jedem Menschen ist ein magnetisches Fluidum und man kann es mit Magneten lenken. Also dass, wenn jemand krank ist, dann ist dieses Fluidum im Körper gestört und mit Magneten kann man das Ganze wieder in Schwung setzen und dann wird er wieder gesund. Das heißt, man versucht den Menschen mit Magneten zu behandeln. Mesmer hat sich aber mit dem Magnetenbauer zerstritten gehabt, mit dem er zusammengearbeitet hat, und hat dann gesagt, es liegt gar nicht an den Magneten, es liegt an den Händen. Also er kann es nur mit den Händen, er braucht die Magnete nicht. Mesmerismus war sehr, sehr erfolgreich im 18. Jahrhundert, und die Leute haben sich sehr dafür interessiert, und deswegen ist es dann auch eingeflossen, auch in den USA hat man viel dazu gelesen, und haben vermutlich auch die Fox-Schwestern oder Menschen, die das später gedeutet haben, diese Ereignisse gelesen. Wichtig auch Swedenborg. Swedenborg war im 18. Jahrhundert auch ein Prophet, der zum ersten Mal so eine Konversation mit Engeln aufgebaut hat. Er war in Europa unglaublich erfolgreich und sehr, sehr bekannt. Also Immanuel Kant zum Beispiel hat sich mit Swedenborg auseinandergesetzt, weil ihn einfach interessiert hat, wie das funktioniert hat. Er hat natürlich Königsberg, wie wir alle wissen, nie verlassen und hat deswegen mit Swedenborg auch nie reden können. Aber er hat viele Briefe über ihn erhalten, und es gibt auch die Träume eines Geistersehers, falls die Schrift jemand kennt, wo er sich eben darüber auslässt, dass Swedenborg vermutlich ein Betrüger ist. Nichtsdestotrotz ist Swedenborg sehr, sehr beliebt gewesen, sehr viel gelesen worden, auch in den USA, und auch das ist in diese Neubewegung des Spiritismus eingeflossen. Und zudem, und das ist ganz wichtig, wenn wir uns gerade Geister anschauen, haben wir natürlich die enorme Explosion der Naturwissenschaft und der Technik im 19. Jahrhundert. Und dementsprechend, also ich weiß nicht, wenn man Geisterfilme sieht, dann fällt es einem total auf. Was passiert, wenn ein Geist erscheint? Also das Licht flackert, das Radio rauscht, die technischen Geräte spielen verrückt. Also es ist schon immer die Idee, dass Geister irgendwas Elektrisches sind. Das kommt einerseits aus dem Mesmerismus und andererseits auch aus dieser Idee der Naturwissenschaft. Genauso, warum klopft der Geist? Was ist erfunden worden damals? Also es ist eigentlich ganz naheliegend. Der Telegrafenmast. Also wenn man mit jemandem sich unterhalten möchte, der weit weg ist, und das Jenseits ist nun mal relativ weit weg, dann war die klare Idee, der muss klopfen. Klar, wir klopfen ja auch, wenn wir in die USA telegrafieren wollen. Also das war irgendwie naheliegend. Zudem auch, die Leute sitzen bei der Seance im Kreis. Ja? Das hat auch die Bewandtnis, dass man gedacht hat, das Ganze ist elektromagnetisch. Und wenn man Menschen im Kreis sitzt, dann war, also anfänglich war die Idee auch, es müssen Männer und Frauen gleichermaßen sein. Auf der einen Seite die Männer, auf der anderen die Frauen. Und wenn die den Kreis bilden, dann ist das eine Batterie. Und diese Batterie kann diese elektromagnetischen Strahlungen auffangen und dann kann man mit diesen elektrischen Geistern kommunizieren. Schlussendlich, was wir, ja, das erscheint uns heute sehr seltsam, aber man hat es beibehalten. Dann haben wir schlussendlich noch die Zauberei. Im 19. Jahrhundert war ganz beliebt Zaubershows, hat man sich sehr gerne angeguckt. Zaubershows, ganz beliebte Sache. Und es waren Illusionisten, also das waren Leute, die auch ganz dezidiert gesagt haben, das ist jetzt ein Trick.
Aber es hat so gut funktioniert und die Leute haben es auch gern mal geglaubt, dass sich die frühen Spiritisten, vor allem die, die vielleicht eher so in Showbusiness gegangen sind, und es war ein großer Zweig des Spiritismus, der so einen Showbusiness-Charakter hat, diese Zauberkünste übernommen hat. Dementsprechend haben aber die Zauberer die Spiritisten auch wirklich nicht gemocht und teilweise ihr ganzes Leben der Aufdeckung von diesen falschen Spiritisten gewidmet. Also es gab dann so Enthüllungsshows und so weiter und es war ein ewiger Kampf zwischen den Zauberern und den Spiritisten. Also Houdini zum Beispiel war da sehr aktiv. Ich weiß nicht, das hört man manchmal. Genau. Jetzt zu den Glaubensinhalten ganz kurz, die der Spiritismus so hatte. Es gab natürlich auch so eine Art Theologie, die war ganz divers, weil natürlich auf einmal jeder konnte Spiritist sein und jeder hat sich sein eigenes Ding gedacht. Aber es gab irgendwann auch sowas wie Glaubensbekenntnisse und insofern konnte man dann schon bestimmte Dinge sagen. Also man glaubt an eine intelligente Ordnung der Welt, also die Welt, man kann die nachvollziehen. Und Naturwissenschaft wird damit zur religiösen Pflicht. Das heißt, mein Verstand ist ein Stück der ganzen Weltordnung. Ich kann mit meinem Verstand die Weltordnung begreifen. Ich habe aber keine Offenbarung mehr. Das heißt, die Offenbarung von außen fällt weg. Ich muss alles selbst verstehen. Das heißt, um irgendwelche Regeln aufzustellen, muss ich Naturwissenschaft betreiben. Das ist eigentlich ein sehr moderner Gedanke. Dazu kam dann aber sowas wie die individuelle Existenz nach dem Tod im Summerland, womit Summerland so ein Jenseits war. Woher wusste man davon, dass es Summerland gibt? Naja, man hat mit den Geistern geredet und die Geister haben es einem halt gesagt. Damit war das aber auch per Zeugenaussage bestätigt, dass es Summerland gibt. Es ist keine Offenbarung mehr, sondern wir sind uns sicher, der Geist hat es uns doch verraten. Also, genau. Und schlussendlich gab es dann auch eine Betonung des moralischen Verhaltens, weil das ist natürlich weggebrochen im 19. Jahrhundert zunehmend mit der Auflösung der religiösen Werte. Und zwar dadurch, dass dieses Summerland gestaffelt ist und wenn ich jetzt irgendwie ein besserer Charakter war, werde ich auch da irgendwie höher eingeordnet werden. Gründe für den Erfolg des Spiritismus. Zunächst mal, ich habe hier so einen Zeitungsartikel aus der New York Times, aber ich sehe, ich bin zeitlich ganz schlecht dran. Deswegen werde ich den jetzt mal lassen. Es geht im Prinzip darum, wie das geschildert wurde, dass diese Rochester-Rappings stattgefunden haben. Und zwar ist es ganz, sehr reißerisch, es ist fast schon geschrieben wie so eine Novel, so eine Mördergeschichte. Also man sieht hier, schön finde ich zum Beispiel den Satz: Soon the rap, rap, rap was heard and the hairs of the heads resembled so many porcupine kills in stiffness. Also wie Stacheln sind ihnen die Haare zu Berge gestanden. Also so Sachen. Das war eben ein Artikel in der New York Times. Deswegen kann man sagen, der Erfolg lag daran, dass wir auf einmal eine Presse hatten, also sowas wie eine Boulevardpresse und die musste natürlich irgendwas schreiben. Und was kommt besser als Geister? Die waren super beliebt, das war auch, hat sich sehr gut verbreitet. Und wir haben auf einmal im 19. Jahrhundert eine Arbeiterschaft und diese Arbeiterschaft, die hat Feierabend, denen ist langweilig, die wollen was sehen. Wo gehen sie hin? Sie gehen zur nächsten spiritistischen Sitzung und schauen sich so einen Spiritisten an. Kino gibt es nicht, Theater, ja, vielleicht langweiliger, das ist mal das Echte. Spannend. Genau. Dann haben sie das Aufbrechen der Moralvorstellungen in Rollenbilder. Wir haben, also deswegen dieses Bild, das ist eben eine echte spiritistische Sitzung. Und zwar mit dem Medium, das ist die, die da ganz hinten sitzt, die sieht man leider nicht so gut. Eusapia Palladino, die auch bekannt dafür war, dass sie eben ein sehr leichtes Mädchen war. Und ja, gut, man kann sich vorstellen, in diesen Sitzungen, zunächst hatten die mit Klopfen begonnen, aber irgendwann mal haben die Geister die Menschen besetzt, einfach deswegen, weil man dann mehr erzählen konnte. Und dementsprechend war man nicht mehr verantwortlich für das, was man tut. Also wenn sich dieses Medium in der Sitzung auf einmal auszieht, naja, war es ja nicht, war der Geist. Also man durfte da ganz viel, was man vielleicht sonst nicht so hätte tun dürfen im viktorianischen England. Also da war viel erlaubt und wir haben Frauen, die auf einmal Priester sind. Und zwar dürfen die nicht nur Priester sein, sondern die sind sogar bevorzugte Priester. Sie sind aufgrund, dass die Frauen sind einfach besser geeignet als Medium, weil sie sind ja empfindsamer und da können die Geister einfach besser zugreifen. Sie sind auch lenkbarer, auch das ist für die Geister natürlich praktisch. Genau, man war aber auch religiös sehr verunsichert. Klar, man hatte eine Explosion der Naturwissenschaften im 19. Jahrhundert. Das war auf einmal alles sehr, sehr... man konnte beweisen, also Darwins Theorie zum Beispiel und so weiter, die haben natürlich religiöse Wissensbestände radikal zerstört. Und man hat geglaubt damals tatsächlich, dass die Möglichkeiten der Wissenschaft einfach unbegrenzt sind. Also man kann alles mit Wissenschaft erklären und somit auch das Jenseits. Also genau, was passiert nach dem Tod, auch das muss irgendwann mal wissenschaftlich erklärbar sein. Und
Dafür brauchen wir natürlich auf einmal eine Wissenschaft, die bestätigt, dass diese Befunde der Spiritisten stimmen, weil wir haben keine Offenbarung mehr. Das heißt, es kommt nicht mehr von oben, sondern wir selber müssen eine religiöse Erkenntnis aus der Naturwissenschaft gewinnen. Und wenn die Medien uns jetzt irgendwas erzählen, brauchen wir irgendeinen Wissenschaftler, der sagt, ja, was die Medien sagen, ist richtig. Und deswegen die ersten Parapsychologen. Und diese erste parapsychologische Vereinigung ist eben die Society for Psychical Research in England, die dann angefangen hat zu versuchen, zu unterscheiden, was ist ein echtes Medium, was ist ein falsches Medium, was ist gesichertes religiöses Wissen und was nicht. Die wurde 1882 gegründet von Mitgliedern der Cambridge Ghost Society, also das Interesse an Geistern war schon immer groß. Die Mitglieder sind aber hauptsächlich Literaten und Naturwissenschaftler der Oberschicht, wirklich Oberschicht. Also ein späterer Premierminister ist dabei, Nobelpreisträger, wirklich bekannte Literaten, zum Beispiel Arthur Conan Doyle war auch sehr beteiligt. Und ich habe kurz mal aufgehört, was für Ausschüsse die so hatten, zum Beispiel für Gedankenübertragung haben sie überprüft. Mesmerismus haben sie überprüft, Reichenbach-Experimente, das ist so ganz speziell, also Mesmerismus in Verbindung mit Licht im Prinzip. Geisterhäuser, einer meiner Lieblingsausschüsse, die haben im Prinzip Geisterhäuser vermietet an Interessierte, damit die mal schauen können, ob da wirklich ein Geist drin ist. Und physikalische Phänomene haben sie sich angeguckt. Ah, Schriftdokumente, ganz viel gesammelt, das heißt, die Bevölkerung konnte Schriften einsenden, wenn sie mal einen Geist gesehen haben, und mühsamer Kleinarbeit haben die dann versucht, das auszuwerten. Die Arbeit der SBR ist festgehalten in Journal und Proceedings der SBR. Also die haben ganz klein, also ganz detailliert festgehalten, was sie alles so machen. Ah, das ist jetzt langsam okay. Also sie haben zum Beispiel eben Betrüger aufgedeckt. Und ganz bekannt ist ja der Hodgson Report, also ein Report über die theosophische Gesellschaft in Indien, von der auch Mahatma Gandhi ganz begeistert war. Und sie haben eben dann herausgefunden, oder sie haben beschrieben, dass das Betrüger waren, und zwar im ganz großen Stil, was ein riesen Ärger war und auch innerhalb der Society zu großen Problemen geführt hat. Sie haben diese Schriftdokumente und Einsendungen eben ausgewertet. Und sie haben Experimente zum Beispiel zur Gedankenübertragung und so durchgeführt im großen Stil. Aber es gab immer Streit, weil in der Society natürlich doch Leute waren, die mehr wissenschaftlich engagiert waren und welche, die mehr spiritistisch engagiert waren. Und da gab es immer großen Ärger. Die Frage ist, was genau ist jetzt das Problem? Warum verstehen die sich so überhaupt nicht? Und da kann man eben sagen, man hat Wissenschaft auf der einen Seite, dafür jetzt eben den Sherlock Holmes. Und Wissenschaft ist per Definition ein instabiles System. Wenn wir Wissenschaft betreiben, haben wir immer die Möglichkeit, das Wissen zu revidieren. Es muss immer erneuert werden und alte Wissensbestände sind falsch und dann kommen neue und wir haben immer Lücken. Also als Wissenschaftler weiß man gräbt ständig Löcher, um dann wieder irgendwas Neues reinzufüllen. Also man ist immer auf dünnem Eis. Das ist für eine Religion ganz schlecht. Eine Religion möchte ja irgendwie Stabilität. Also das ist ja per se, also es gibt verschiedene Religionsdefinitionen, aber eine sehr berühmte sagt, nur wenn Trost und Moral, dafür brauchen wir eben ein stabiles System. Und wenn die Wissenschaftler dann immer da rumgraben, das sind halt, wenn Leute sich religiös drauf verlassen, funktioniert es überhaupt nicht. Und was man eben ganz interessanterweise sehen kann, ist, wenn Leute sehr, sehr innerhalb der Society sehr auf die Naturwissenschaft vertraut haben und der alles zugetraut haben, dann waren sie am allermeisten in unserem heutigen Sinne religiös, weil sie wollten diese Befunde nicht wahrhaben. Sie wollten nicht wahrhaben, dass Betrüger Betrüger sind. Es gibt dann ganz erboste Briefe, dass man jetzt wieder ein Medium bloßgestellt hat und es wäre doch nicht so. Man kann heute fast nicht mehr sagen, wer Betrüger ist und wer nicht, weil dieser Streit so ausgebrochen ist, dass man, also das ist ja dann irgendwie ganz schwierig, wenn einer mal sagt, das ist ein Betrüger, der andere, das ist kein Betrüger, ganz, also verwirrend einfach. Aber wie gesagt, interessant, desto wissenschaftsgläubiger, desto eher waren die Leute Spiritisten. Gesundheit. Gut, jetzt noch kurz zur Parapsychologie heute. Also aufgrund dieser Streitereien und vor allem nach dem Ersten Weltkrieg haben ganz, ganz viele Leute den Spiritismus als reine Religion gesehen und sich zunehmend von der naturwissenschaftlichen Seite verabschiedet, einfach weil man mit den vielen Toten ein unglaublich stabiles System gebraucht hat als Folge des Ersten Weltkriegs. Und das kann man gerade bei Arthur Conan Doyle sehr gut beobachten, wie er das beschreibt, wie das ist nach dem Krieg, wie viele Leute ihn fragen, wo sind denn die Verwandten, was ist mit denen passiert? Und er sagt, ja, der Spiritismus kann eine Antwort geben. Aber dementsprechend ist es natürlich auch als Wissenschaft nicht mehr ernst genommen worden. Und Parapsychologie heute wird auch nicht mehr wirklich ernst genommen, also zum großen Teil. Es gibt aber noch parapsychologische Institute. Wir haben eins in Freiburg, das auch bis in die 90er Jahre noch aus Staatsmitteln finanziert war. Und die Frage auf Who You Gonna Call kann man tatsächlich beantworten. Das ist die Nummer.
wenn jemand einen Geist, die kann er da anrufen und die kommen dann. Und es ist ganz interessant, die sind übrigens ganz versessen drauf, weil die haben selten Geistbeobachtungen. Also bitte meldet euch. Das ist auch das, was wir klassisch kennen aus den Ghostbustern. Und vielleicht dazu noch abschließend, das ist eine deutsche Erfindung, weil man nämlich nach dem Krieg kein Geld hatte für die klassische parapsychologische Forschung. Also man musste ja dann auch immer Experimente machen und so weiter und so fort. Das konnte man sich nicht mehr leisten, da war kein Geld da. Und dann war die Idee, wir machen das mehr wie so eine Feuerwehr. Wenn jemand so ein parapsychologisches Problem hat, dann fahren wir einfach hin. Und die Idee war so erfolgreich, dass sie eben bis heute eigentlich das ausmacht, was wir unter Parapsychologie bestehen, dass Leute in ihr Feuerwehrauto springen und zu dem nächsten Geist fahren. Genau, dann ganz zum Schluss noch, also weil man sollte doch ein bisschen irgendwie, dass man dann noch nachlesen kann. Also literarisch ist am interessantesten The Other World, Spiritualism and Psychical Research in England. Also es ist ein super Buch, wirklich. Da steht alles drin, was man zu dem Thema wissen kann. Und weil morgen Halloween ist, das Gruseligste, was mir so untergekommen ist bei dieser ganzen Forschung, ist eigentlich diese CD von 2007, Okkulte Stimmen in medialer Musik. Da hat jemand sich die Mühe gemacht, alles zusammenzutragen, was jemals aufgenommen wurde an solchen Phänomenen. Und dann hört man zum Beispiel mal, wie sich ein Exorzismus anhört oder wie sich eine Seance anhört. Und wenn man sich mal so hinsetzt mit einem Gläschen Wein und einer Kerze im Dunkeln, dann kann man sich amüsieren. Genau, das war's. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Judith, behalte das Mikrofon, denn jetzt gibt es Fragen. Wer von euch hat Fragen? Vielleicht in der Zwischenzeit. Ich habe tatsächlich auch mal den Leiter von dem Parapsychologischen Institut in Freiburg auch mal kennengelernt. Ja, der mal Bauer, auf, ich habe wieder den Namen vergessen. Der hat damals ein physikalisches Experiment auch gemacht in der Galerie hier in München. Das war ganz, ganz interessant. Da hätte man feststellen können, ob ein Geist existiert, bloß der Rechner war angeblich immer zu langsam, dass man das nicht rausgekriegt hätte. Aber bitte, Frage. Das ist ja voll interessantes Fach. Jetzt wollte ich wissen, wie stehst du eigentlich selber zu dem Thema Medien? Also wenn man jetzt so im Fernsehen rumsetzt und da gibt es ja diesen Horoskop-Kanal oder so, und wenn man sich das so anschaut, diese verschiedenen Gestalten, die da auftauchen, das ist ja volle Kunst irgendwie. Also ich habe das über Stunden beobachtet und da gibt es ja auch welche. Ja, es ist irgendwie schon faszinierend, weil das muss ja mal, die Leute reagieren ja in einer Geschwindigkeit, das ist ja Wahnsinn. Und da versucht man immer rauszufinden, wo scheiße es eigentlich. Also ist der Punkt, wenn es erwischt, aber man erwischt sie nie. Also selten, es gibt welche, die sind echt wirklich gut. Ja, ja, ja. Also als Religionswissenschaftler findet man es zunächst auch einfach interessant. Was man davon hält, ja klar, dass diese Leute gut sind, die sind vielleicht auch medienmäßig gut. Die Frage ist halt, inwiefern beeinflussen sie wirklich im großen Maße, was Leute so glauben. Da gibt es ja die ganz allerverschiedensten. Und was halt für uns sehr schön ist, man sieht mal, was es alles so gibt. Also es ist die volle Bandbreite von Delfinen über, ich weiß nicht, was die alles haben, also wirklich alles. Also persönlich bin ich kein Fan von diesen Sachen. klar, also interessant ist es. Ja. Weitere Fragen? Da, bitte. Ich habe eine Frage zu dem Summerland. Also warum heißt das jenseits Summerland? Ich weiß nicht, also ich vermute, das muss sich irgendein, also ich, wahrscheinlich bin ich mal irgendwo drüber gekommen, das hat wahrscheinlich irgendein Medium halt mal so gesagt und es war dann sehr erfolgreich, ich glaube, also es gab ja schon so Stars der Szene, ich glaube, es ist Emma Hardinge Britton gewesen, die so eine der allerbekanntesten englischen Medien war und die ganz viel von dieser Theologie sozusagen selber hervorgebracht hat. Ich vermute, es stammt von ihr, aber klar, man braucht immer jemanden, der bekannt ist, ein ganz bekanntes Medium. Den fragt man dann, und wie ist es jetzt so, wo sind die Toten? Und dann sagt der, im Besessenheitszustand im Summerland. Und wenn es ein groß genuges Publikum ist, dann ist es halt dann so. Genau. Wie genau haben sich jetzt die Betrüger von den Nichtbetrügern unterschieden? Dass die einen erwischt wurden und die anderen nicht.
traue mich das nicht mehr zu sagen. Ja, ist ganz schwierig zu sagen natürlich. Also man weiß, dass es gibt wirklich die erstaunlichsten Dinge. Man ist schon auch selber fasziniert und man weiß auch, es gibt unheimlich gute Illusionisten auch und so. Aber tatsächlich, wer Betrüger ist, wurde halt mal ertappt und der ist dann halt jetzt als Betrüger bekannt und man weiß auch, wie er es gemacht hat. Oder viele wurden auch verurteilt übrigens. Also die englische Justiz war da nicht so. Die sind dann oft geflohen und haben dann in Indien gelebt und so. Also wir machen uns über denen lustig, aber was für Phänomene haben wir heutzutage, dass als Magie durchgehen können, die wir nicht so wahrnehmen? Wir machen uns nicht lustig. Also natürlich ist es heute aus heutiger Sicht lustig. Damals war das Ganze auch nicht so blöd. Also die Idee, dass das vielleicht klappen könnte, ist ja erstmal da. Die ist ja auch nicht so verrückt. Man wusste ja nicht, was die Wissenschaft kann. Und natürlich haben wir heute auch viele Phänomene. Ich würde auch sagen, heute zum Beispiel, die Quantentheorie hat ähnliche Züge, dass wir was haben, was wir gar nicht erklären können. Und dann docken da ganz viele Sachen dran an. Und die Parapsychologie war ja zum Beispiel auch was, was jetzt nicht nur Unsinn hervorgebracht hat, sondern viele Erkenntnisse, die wir heute in anderen Bereichen haben, zum Beispiel in der Psychologie, stammt aus der Parapsychologie. Nur sobald sie dann irgendwie als Wissenschaft eingeordnet wurde, ist sie für uns aus unserer heutigen Sicht aus diesem Fach rausgefallen. Das klingt immer so kritisch, das ist auch nicht so gemeint, aber es ist natürlich aus heutiger Sicht, ist es dann rückblickend halt immer kurios. Also das heißt, diese Society, die britische Society, war tatsächlich auch so angelegt zu sagen, man versucht das wirklich zu trennen. Die wollten es trennen und das ist vielleicht, ich war da ein bisschen schnell, weil das einfach, ich einfach viel zu lange geredet habe, wie immer. aber es ist durchaus auch so, dass das anerkannte Wissenschaftler waren. Ja? Also eben Nobelpreisträger, das war nicht irgendwer, der sich gedacht hat, er macht das mal, sondern das waren wirklich Leute von Kaliber, denen man auch geglaubt hat. Also, ja. Weiß man, wie das Verhältnis bei den Betrügern war zu den Leuten, die da wirklich geglaubt haben, was sie gemacht haben und welche sozusagen wohlwissend, dass sie die Leute so betrogen haben? Also ich habe inzwischen das Gefühl, eben, es gibt eben die Leute, die tatsächlich wissen, was sie tun und die Leute, die das nicht führen und manche Leute, die das eben so lange machen oder wirklich glauben, was sie machen und trotzdem die Leute aber mit Tricks. Es gab die verschiedensten, würde ich sagen. Also manche, glaube ich, waren fest davon überzeugt, dass das, was sie machen, tatsächlich echt ist. Ist es ja auch. Zum Beispiel, was damals neu war, war die Hypnose. Und wenn Leute sich wirklich in der Trance, Trance sind, dann ist es, also man weiß ja bis heute nicht so genau, was das ist. Und die haben es halt als Geist deklariert, aber das ist ja nicht so eindeutig. Manche waren auch ganz einfach Betrüger. Also die gab es schon auch, die wirklich das fürs Geld gemacht haben. Und was man auch sehen kann, ganz viele von diesen Medien waren ausgebildete Schauspieler, die keine Stelle bekommen haben. Und da, ja, man hat dann die Möglichkeit gesehen, Geld zu verdienen. Das war halt so. Und wenn was auch so ein Erfolg ist, dann ist es natürlich klar, dann hat man welche, die sind Betrüger, welche, die sind keine Betrüger und was auch immer die dann sind, das ist auch schwierig zu sagen, aber ganz gemischt. Ja. Weitere Frage? Vielleicht ist die Religionswissenschaft mit Verschwörungstheorien, weil es gibt ja heute viele Menschen, die sehr stark Verschwörungstheorien glauben als Ersatzreligion. Beachtet ihr auch sowas? Ja, wir schauen uns auch Verschwörungstheorien an, ja. Ja. Hier ist auch noch eine Frage und da hinten glaube ich auch noch zwei. Hast du einen persönlichen Favoriten? Also ich meine, wenn du jetzt das ganze Spektrum so abgedeckt hast und gibt es da Dinge, die auch so faszinierend sind, dass du da länger dran hängen bleibst irgendwie? Naja, ich bin jetzt bei den Geistern hängen geblieben relativ lange. Ja. Ja, das ist, wenn man sich da reinliest, ist das alles wahnsinnig spannend, aber es hängt alles sehr eng miteinander zusammen, wenn man es sich mal genauer anschaut. Deswegen Favorit, das ist schwierig, also ich liebe das 19. Jahrhundert und was da alles so, das finde ich total spannend, das ist mein Favorit, eben europäische Religionsgeschichte im 19. Jahrhundert, aber da auf ein Feld, das ist eher der Notwendigkeit geschuldet, als dass man sagt, das ist es jetzt absolut. Da hinten waren, glaube ich, noch zwei. Ich wollte mal fragen, wo die Grenze zwischen Spiritualisten und Religion gezogen wird. Also
Ja, das ist ganz schwierig. Also weil wir haben, Religion ist ja was, also was Religion überhaupt ist, das sagt der Religionswissenschaftler nie, weil es fast undefinierbar ist. Also ist ganz schwierig zu sagen, was Religion eigentlich sein soll, wenn man sich mal Gedanken drüber macht. Spiritualismus kommt drauf an. Also viele Leute meinen ja mit Spiritualismus einfach so eine allgemeine Gläubigkeit, glaube ich. Spiritualismus, also Spiritualism ist ein Fachbegriff für diese spezielle Bewegung, die aus den Rochester Rappings entstanden ist. Spiritualismus im Deutschen ist was ganz Breites und ich glaube, das ist sehr individuell, was Leute darunter verstehen. Es gibt noch den, schwierig zu beantworten, es gibt da so unglaublich viele Unterscheidungen und feine Fachbegriffe, also man kann jetzt auch noch den Spiritualism im Englischen vom Spiritism unterscheiden, das sind dann kleine Strömungen, aber wir unterscheiden da eigentlich nicht wirklich. Ist das irgendwie hilfreich gewesen? Nee, oder? Das war so verdient. Ich hätte eine Frage zu dem parapsychologischen, in diesem Zeitraum England. Gab es da auch Verbindung, dass sich die Leute mit Drogen, Absinth dergleichen damals in diese Drossen- oder Rauschzustände gebracht haben? Ich bin am Überlegen, also ich bin mir sicher, dass es vorgekommen ist. Ich glaube auch, dass die Eusebia Palladino, also Eusebia, also es war eine Italienerin eigentlich, dafür schon auch bekannt war. Also, oder gutes Beispiel, die Fox-Schwestern waren stark alkoholabhängig. Also. Das war auch ein Problem, weil eine der Schwestern am Ende gesagt hat, das war alles Betrug, aber man hat sie nicht mehr geglaubt, weil sie Alkoholikerin war. Von dem, ja, das war so. Es war auch immer ein Problem, die Drogen, dass man auch nicht mehr so genau, man weiß halt dann auch nicht mehr so genau, war oder nicht war. Das ist halt das, ja. Also vielen Dank, Judith, nochmal.